Wir sind hier nicht willkommen. Ich habe mich in unserer ganzen zweijährigen Zeit noch nie an einem Platz so unwohl gefühlt wie an diesem. Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge. Wir sind gerade fleißig am Arbeiten. Ich habe gerade das neue Video hochgeladen, was ihr hoffentlich letzte Woche gesehen habt. Wir waren ja auf dem Caravan-Salon und stehen jetzt hier noch genau am selben Platz, den wir letzte Woche verlassen haben. Ja, jetzt wird hier gerade Müll abgeholt. Wir haben schon die ersten Probleme festgestellt. Gehört dazu. Ich glaube, das bleibt auch nicht aus. 1000-prozentig alles immer so wie in der Wohnung wird es doch nie sein. Aber wir wollen halt so zufrieden sein, dass wir nicht nach 3 Monaten sagen, okay, wir bauen jetzt den dritten Kastenwagen aus. Ja. Deswegen testen wir gerade alles, schreiben fleißig auf, was uns stört und überlegen uns Sachen, wie wir das ändern können. Ja, zum Beispiel ist schon unser Ventilator im Klo ausgefallen. Obwohl Strom drauf ist, ganz merkwürdig, dass er so schnell kaputt geht. Nach einer Alternativen schon mal gucken. Ja, und ansonsten, die Sitzecke ist noch verbesserungsbedürftig. Ich komme hier schlecht raus, man könnte hier die Ecke abschneiden. Oder wir sind gerade sehr stark am Überlegen, ob wir das Geld doch noch in die Hand nehmen für einen drehbaren Beifahrersitz. Wieso wird da auf mich gefilmt? Ja, also wir haben es halt einmal überlegt, also wir brauchen ja eine gewisse Tischgröße. Also hier drüben erstmal, das ist bequem und man sitzt hier auch gut, man hat hier auch genug Platz. Man hat hier schon eher alleine Platz, was aber auch gar nicht so schlimm ist, weil, sind wir mal ehrlich, wie oft hat man die Situation, dass jetzt viele Leute hier drin sind und da werden wir dann noch eine kleine Box machen, wo man sich auch draufsetzen kann. Die Sache, die Fabi gerade angesprochen hat, also der Tisch müsste auf jeden Fall in den Ecken noch gekürzt werden. Und es wäre natürlich nochmal deutlich leichter, wenn wir nur einen Beifahrersitz hätten. Weil dann ja, hätten wir dieses Platzproblem nicht. Ihr seht, wir werden wahrscheinlich nicht drum rumkommen, uns hier noch was einfallen zu lassen. Es gibt, wie gesagt, diesen einen polnischen Hersteller, den wir auf der Messe gesehen haben. Der arbeitet dran, aber wenn der sagt 3 bis 5 Monate, das kann halt auch 1 bis 2 Jahre dauern, weil dann befindet er sich garantiert in der Zulassungsphase. Vielleicht haben sie auch noch Produktionsprobleme. Da können wir uns jetzt halt nicht drauf verlassen, dass das wirklich so auf den Markt kommt in der Zeit. Mhm. Und dass wir das dann rechtzeitig bekommen, sodass wir hier nicht gestresst sind vom Arbeiten hier. Ich habe jetzt geschlagene, weiß ich nicht, 10, 15 Autoverwertungen in der Region hier angerufen. In NRW sind einfach abnormal viele Autoverwertungsstellen. Wahrscheinlich, weil hier auch einfach so viele Menschen leben. Deswegen habe ich die alle mal abgeklappert und gefragt, ob es zufällig ein Fiat Ducato oder ähnliches bei ihnen auf dem Hof steht oder ein Sitz im Lager. Aber keine Chance. Die Dinger, die sind alle weg. Das ist richtig krass. Wahrscheinlich kommen wir nicht drum herum, das Geld in die Hand zu nehmen. Es ist halt einfach mies, weil wahrscheinlich vor 2 Jahren hätten diese Sitze noch ein Drittel vom aktuellen Preis gekostet. Ja. Aber wir wollen Pablo ja wirklich so machen, dass wir uns richtig wohlfühlen, dass wir gescheit arbeiten können, dass wir in sämtlichen Wetterlagen auch die Zeit gut hier verbringen können. Deswegen ja, bleibt uns wahrscheinlich einfach nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen und ja, ihn dann auch demnächst einzubauen oder umzurüsten. Ja, wir arbeiten jetzt erstmal noch weiter und müssen dann weiterfahren, weil unser Wasser ist leer. Das Wasser an sich hat gut geklappt, bis auf, wir haben ja provisorisch Abwasser im Küchenblock jetzt gerade nur drin. Provisorisch ist bei Wasser nie gut. Das müssen wir auf jeden Fall machen, wenn wir wieder zurück sind beim Ausbauen. Und aber ansonsten, Küche finde ich cool. Eigene Klo-Duschkabine ist auch super cool. Das ist ein ganz neuer Luxus für uns. Stauraumprobleme haben wir auch nicht. Von dem her, die Sachen sind auf jeden Fall gut. Ja, es macht schon wieder richtig viel Spaß. Ich liebe auch die Küche. Den Stauraum, den Kühlschrank, auch hier die Sitzecke mag ich richtig gerne. Wir schlafen richtig gut. Ich freue mich natürlich auch, wenn hier der Rest noch verkleidet ist. Sieht einfach nochmal schöner aus. Wenn dann auch die Verblendungen von den restlichen 2 Fenstern drin sind.
Aber ja, ich glaube, wir können uns das jetzt schon richtig gut vorstellen und haben Pablo quasi jetzt schon als unser Zuhause eingeweiht. Gibt's heute Leckeres? Heute gibt es grünes Curry mit Reis. Sieht schon sehr gut aus. Kochen macht schon richtig Spaß in Pablo. Meine Frise ist echt wild gerade. Ja, Deutschland ist leider echt ein bisschen schwierig, was so Freistehen und Stellplätze angeht. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Xanten gewesen, auf so einem Wanderparkplatz. Da war leider der Empfang so schlecht, dass du da wirklich nicht arbeiten konntest. Deswegen sind wir jetzt hier auf einem Parkplatz direkt vor Xanten. Ist jetzt nicht das Naturparadies, aber wir können morgen entspannt arbeiten, haben keinen Stress, haben gutes Internet und können morgen mal die Stadt erkunden. Ja, leider ist es immer ein bisschen in Deutschland irgendwie ein bisschen schwierig, gell? Also das hatten wir im Ausland irgendwie nicht so krass, die Probleme. Macht trotzdem Spaß. Macht trotzdem Spaß, man kann trotzdem sehr viel erkunden und ist trotzdem cool. Wir essen jetzt erstmal Schönes, ich habe echt Hunger schon, ich freue mich schon drauf. Hab vorhin Wasser nochmal aufgefüllt und diesmal auch wirklich auf 100%. Und was man auch sagen kann mit so einer Druckwasserpumpe, das ist schon echt toll. Also gerade so beim Abwaschen, finde ich, merkt man da jetzt schon doch nochmal einen Unterschied. Ja, das ist echt cool. Also eine Druckwasserpumpe ist doch schon nochmal um einiges besser als nur eine Tauchpumpe anzuschließen und dann immer noch einen separaten Schalter irgendwo zu haben. Wir haben ja schon ein paar echt gute Sachen festgestellt, unter anderem die Küchentheke, die hat echt wirklich eine sehr schöne Höhe, um dort zu schnibbeln oder auch um zu arbeiten, seinen Laptop draufzustellen. Hat viel Stauraum, Stauraum wird auch nicht das Problem werden. Ein paar Sachen haben uns jetzt auch schon ein bisschen gestört. Gerade in Bezug jetzt hier auf die Arbeitsecke müssen wir mal gucken, dass wir wirklich... Wobei es nicht die Arbeitsecke an sich ist, sondern eher die Doppelsitzkonsole. Es ist wirklich, glaube ich, nur die Konsole, weil wir dann... Es ist wirklich irgendwie nervig, wenn einer irgendwie eingesperrt ist und das ist einfach da hinten der Fall. Du kommst weder durch die Tür richtig gut raus, noch hier durch die, ja, blockierte Doppelsitzbank. Deswegen müssen wir uns da was einfallen lassen und wahrscheinlich einen Einzelsitz kaufen. An sich finde ich die Doppelsitzbank nicht so schlecht, die ist halt, ich weiß nicht, ist sie bequem? Wahrscheinlich nicht so bequem. Ausreichend bequem. Sie wäre ausreichend bequem, aber es gibt halt einfach keine gute Drehkonsole. Einen wunderschönen guten Morgen aus Xanten. Ja, so sieht Arbeitsteilung hier bei uns aus. Fabi ist am Kaffee mahlen und ich werde mal unseren Abwasch wegräumen und danach gibt es erstmal einen leckeren Kaffee und dann ja, starten wir in den Tag mit Arbeiten. Und wir sind gestern Abend noch ein bisschen durch Xanten gegangen und es sah echt nett aus. Deswegen werden wir nachher bestimmt noch mal einen Kaffee trinken gehen und die Stadt ein bisschen angucken. Und ja, morgen Nachmittag werden wir dann schon aufs Bulli Summer Festival gehen. Da sind wir auch schon richtig gespannt und freuen uns riesig. Das wird, glaube ich, richtig cool. Das ist so ein Festival, wo man ja so ein paar Do-it-yourself-Workshops hat, gemeinsam ja am Grill sitzt, ein bisschen quatscht, sich unterschiedliche Bullis anguckt. Sind aber nicht nur Bullis, sondern wir sind auch gestattet mit unserem Peugeot Boxer. Aber ja, ich glaube, jetzt brauchen wir erstmal einen Kaffee. So, Feierabend für heute. Wir gehen jetzt ein schönes Käffchen trinken in Xanten. Koffiniert. Jetzt gucken wir hier noch ein bisschen um und dann geht es weiter zum nächsten Stellplatz und morgen geht es dann zur Bulli Festival. Ja, sind schon richtig gespannt. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir uns mit den Bulli-Fahrern vertragen. Oh je, ich habe schon gesagt, dass wir mit Tomaten beworfen werden. Ja, ja, weil wir da mit dem Fiat Ducato Peugeot Boxer auftauchen. Bin mal gespannt, ob das wirklich nur Bullis sind oder ob es da auch noch ein paar andere Leute gibt.
ist mal ein richtig cooler Stellplatz hier. Wir sind hier auf der Deichkrone, neben der Deichkrone, hier hingefahren und sind jetzt direkt am Rhein, bei Weeze, bei Kleve, in NRW, beim Rhein, in Deutschland. So, alles durch. Steht noch ein anderer Van? Einer steht noch hier. Ab und zu kommt hier anscheinend mal das Ordnungsamt vorbei und schickt die Leute weg. Wir sind jetzt hier irgendwie 10, 20 Minuten dann gleich vom Bulli-Festival entfernt. Da fahren wir dann morgen hin. Das ist nämlich in Wesel am Auesee. Ja, ja. Das ist ganz cool. Da sind wir echt mal gespannt, was da so abgeht. Wir genießen das jetzt hier einfach noch ein bisschen so, mal wieder ein bisschen in der Natur zu sein. Was man übrigens auch schon sagen kann, wir testen jetzt auch gerade mal so unser Elektro-Batterie-Setup. Ja. Und wir haben ja bisher noch keinen Ladebooster verbaut, sondern lediglich das Solar. Und also wir müssen sagen, es funktioniert tipptopp. Ja, das ist wirklich cool. Selbst wenn es bewölkt ist, kommen da noch ein paar Amperes rein. Sind so ungefähr mit 70% losgefahren und haben jetzt immer noch irgendwie 65%. Ja. Scheint mal die Sonne, mal scheint sie nicht. Und wir arbeiten ja. Also mein Laptop, genau. Ich habe es ja schon öfter erwähnt, der zieht echt wirklich viel Energie. Ich arbeite ja so 6-7 Stunden am Tag. Deswegen, gut, Fabis Laptop ist sehr energieeffizient. Den nehme ich da jetzt einfach mal nicht mit rein. Aber was ich einfach sagen wollte mit unserem Solar, was wir jetzt von Tiger Expert verbaut haben und unsere Batterie mit 300 Amperestunden, sind wir echt happy. Ja, das ist echt, die Kombination ist echt cool. Und wenn wir dann noch unseren Ladebooster einbauen, ich glaube, dann kommen wir damit wirklich gut über die Runden. Auf geht's. Ah, Dachfenster ist noch offen. Feierabend, wie es duftet. Wir haben uns jetzt nochmal mit dem Thema des Drehsitzes beschäftigt. Und es ist echt verflixt, die Lage an der Drehsitzfront, wenn man Beifahrer-Drehsitz haben möchte. Das ist die günstigste Möglichkeit für einen neuen Sitz, ist inklusive Schienen und allem, was er braucht, 850 Euro. Ein gebrauchter Sitz ohne Drehkonsole kostet schon mehr, teilweise. Deswegen, der ist echt verrückt. Wir haben auch noch mal kurz über diese Doppelsitzbank aus England nachgedacht, aber die kostet schon 400 Euro plus 100 Euro Versand plus Steuern und Zoll, wo wir nicht wissen, da kommst du dann auch 700 Euro wahrscheinlich raus, haben wir bei manchen hingehört. Und dafür, dass das dann nicht eingetragen werden kann, auch nicht so cool. Ich habe sehr gute Laune, weil wir fahren jetzt auf dem Buitengrindweg. Nein, ich habe gute Laune, weil es ist Feierabend, es ist schönes Wetter, es steht ein hammergeiles Wochenende bevor. Wir sind hier mit Pablo und ja, deswegen habe ich jetzt richtig gute Laune. Wir fahren jetzt los. Ja. Das ist aber nicht schlecht. Ich höre jetzt mal auf. Ja. Seid davor natürlich. Ach, da steht aber auch einer. Ja, okay, entspannt. Kaum auf dem Festivalgelände angekommen, schon die erste, ja, sehr merkwürdige Begegnung gehabt. Also wir sind hier auf dem Campingplatz, muss man vielleicht dazu sagen. Und die Ordner vorne am Eingang hatten halt zu uns gesagt, ja, stellt euch entweder dahin oder hinter den letzten Bus quasi. Und dann fährt Fabi vor, stellt sich hin, jetzt nicht dicht an dich, sondern mit genug Abstand und fragt den Typen neben uns,
So voll nett, hey, passt das so für dich vom Abstand? Dann hat er gesagt, nee, ehrlich gesagt nicht. Erstens ist es hier ein Bulli-Festival und zweitens versperrt ihr mir meinen Sehblick. Und ja. Fabi, und ich glaube, Fabi wusste gar nicht, dass er jetzt ernst meint, weil er dann auch gesagt hat, wirklich nee, ernsthaft jetzt, also ja. Und ich hatte das halt gehört mit dem, ja, erstens ist es hier ein Bulli-Festival und habe dann auch gesagt, ja, was soll das jetzt denn heißen? Sind wir jetzt unwillkommen oder wie? Ja. Und dann fährt Fabi ein Stück zurück und dann haben sich halt die Nächsten beschwert, dass wir ihnen, also auf nette Art und Weise, aber trotzdem haben sie sich auch beschwert, dass also gegen die anderen beiden können wir nichts sagen, die haben sich wenigstens nochmal verhalten und das so kommuniziert, ob wir nicht irgendwie ein bisschen seitlich oder so parken können. Das war schon ein scheiß Gefühl, wenn wir ankommen und genau. Da sind wir nicht willkommen, da sind wir nicht willkommen. Und dann mit der Ausrede, ja, wir sind ja kein Bulli. Wir sind als Vanlifer irgendwie unterwegs im Ausland oder sonst wo einfach wo was anderes gewohnt. Man muss halt auch dazu sagen, eine ganz, ganz liebe Organisatorin des Festivals hat uns beide eben gefragt, ob wir herkommen wollen. Und wir haben uns da riesig drauf gefreut, weil einer der Zuschauer, mit dem wir uns auch in Tarifa schon unterhalten haben, das ist seine Schwiegertochter und er hat uns quasi empfohlen. Und dann haben sie gefragt, ob wir nicht Lust hätten herzukommen. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns darauf und dann war das halt jetzt einfach ein sehr unherzliches Willkommen. Genau, wir wollen jetzt auch nichts gegen alle Bullifahrer der Welt sagen oder so, auf gar keinen Fall. Und hier werden es auch richtig tolle Leute geben, aber das war jetzt schon irgendwie sehr merkwürdig, auch mit der Begründung, dass wir nicht die richtige Marke und nicht das richtige Auto fahren auf einem Festival. Was soll das? Also, sorry, das Ding heißt Bulli-Festival, weil hier schöne Bullis ausgestellt werden, aber deswegen sind ja auch Leute willkommen, die kein Auto haben, kein Bulli haben oder hier einfach nur mal drüber gehen wollen. Das ist auch für viele Familien. Also, was ist das für eine Begründung? Ihr habt gerade schon unsere Lichterkette rausgesucht, die macht Fabi gleich noch dran, damit Pablo auch schön aussieht. Ja. Trotzdem war es jetzt halt ein Dämpfer irgendwie, weil es irgendwie ein komisches Gefühl hat, weil wir jetzt halt wirklich woanders stehen, nachdem sich zwei beschwert haben. Und jetzt müssen wir erstmal ein Bierchen drauf trinken auf den Schock. Also richtig willkommen fühlt man sich jetzt halt nicht. Also das geht halt irgendwie nicht. Wir haben davor noch ein bisschen Spaß gemacht und der Spaß wurde jetzt halt gleich am Anfang so ernst. Irgendwie fand ich schon ein bisschen komisch. Aber okay, wir lassen uns jetzt von die Stimmung nicht verderben und gucken hier rum, aber mit dem Typen werde ich garantiert kein Bier mehr trinken. Wir mussten jetzt unserem Fuß kurz mal Luft machen. Ja, weil ganz ehrlich, wir sind halt, wenn wir unterwegs sind, sind wir anderes gewohnt und dann redet man, ob der einen Teilintegrierten hat, einen Bulli, ob der ein Auto fährt oder mit dem Fahrrad durch die Welt fährt. Du begrüßt jeden, der neben dir steht und mit dem man sich normal unterhalten kann und ein Bierchen trinken kann oder auch ein Wasser oder so, das ist völlig egal. Man tauscht sich aus und hat eine gute Zeit zusammen. Morgen, ein neuer Tag in Pablo ist angebrochen. Es ist Freitag, das heißt, es ist unser letzter Arbeitstag und freitags arbeiten wir auch meistens nur ein paar Stunden und haben dann ja viel vom Tag noch. Wir haben gestern noch unseren Unmut ein bisschen gelegt und haben schön zu Abend gegessen zu zweit, haben uns ja noch einen richtig schönen Abend gemacht, aber auch relativ früh geschlafen, ich zumindest. Ja, wir waren echt irgendwie K.O. Ich mache uns erstmal Kaffee und Frühstück und dann gucken wir mal, was der Tag uns bringt. Es könnte nämlich sein, dass wir uns richtig spontan mit Andi und Nathalie treffen, die wir letztes Jahr in Kroatien kennengelernt haben. Und da würden wir uns richtig drüber freuen. Fabi ist noch nicht ganz munter, den müssen wir erstmal mit einem Kaffee-Kick wach bekommen. With the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. Burning down sage, keep the demons away. When I write it, give a piece of myself to the page. I don't do it for the praise, love. That's just how I'm made. Wir wissen gar nicht, wie wir es sagen sollen oder beschreiben sollen. Ich habe mich in unserer ganzen zweijährigen Zeit noch nie an einem Platz so unwohl gefühlt wie an diesem. Das ist wirklich. Und wir sind mitten in Deutschland. Wir sind durch
sehr arme Länder gefahren, wo jeder die Hände zusammenschlägt und so, ja, kannst dich hinfahren, zu unsicher und sonst irgendwas. Und wo fühlst du dich am unwohlsten auf dem Bulli-Festival mitten in Deutschland? Weil du dir jetzt schon wieder angepöbelt worden von wegen, ja, heute Nacht guckt mal, ob ihr nicht irgendwie einen VW kennt oder einen VW-Edding-Schriftzug am Ende auf eurem Auto habt. Und ganz ehrlich, es ist so halbspaßig gemeint, aber nee, wenn du das dreimal hörst am Tag und die trinken heute Abend ein Bierchen zu viel, sorry, wir sind jetzt gefahren, ich hatte wirklich, es hat keinen Spaß gemacht, weil du jede Stunde einen dummen Spruch bekommst, nur weil du nicht die richtige Marke fährst. Ja, also ich muss da auch zu sagen, Fabi und ich sind ja beide eigentlich so, dass wir es total gern haben, uns mit neuen Leuten auszutauschen und eine schöne Zeit zu haben. Wir hatten extra noch mega viel Grillzeug eingekauft und ein Bier gekauft und hatten uns wirklich richtig doll drauf gefreut. Wir haben jetzt echt den einen Tag alleine verbracht und bei so vielen Menschen ist es ja eigentlich schon echt irgendwie ein Zeichen für sich. Also man wurde doof angeguckt, wir wurden doof angepöbelt. Es war jetzt wirklich 4 oder 5 Mal und das jetzt mit dem Edding und dem VW-Zeichen auf dem Van hat uns jetzt einfach den Rest gegeben, dass wir gesagt haben, ja, ey, ehrlich, wir fühlen uns hier jetzt einfach gerade nicht wohl. Ja. Ich möchte jetzt nicht Angst haben, dass unser Van beschmiert wird. Ich möchte hier nicht doof angemacht werden. Ich möchte hier nicht unerwünscht sein. Wir fahren jetzt und es tut mir leid, die Orga war echt gut und es ist auch echt ein schönes Gelände und alles. Ich glaube, das ist auch echt cool, aber ich finde es richtig schade, dass man da so ausgegrenzt wird an einem Wochenende, wo man zusammen eigentlich Spaß haben sollte. Ja, total. Also ich bin echt, das Ding heißt Bulli Festival, okay. Wir haben kein Bulli, okay. Wir waren nicht die Einzigen. Ich will gar nicht wissen, was die anderen für Geschichten gehört haben. Es waren noch ein paar andere Nicht-VWs da. Für mich ist das ein Festival und das hat was mit guter Laune zu tun, mit Integration und zusammen Bierchen trinken. Das war genau das Gegenteil. Also tut mir leid, wir wollten jetzt wirklich entspannten Kaffee trinken gehen aus dem Auto raus und dann kommt schon wieder der nächste Spruch in die Richtung. Und es war jetzt einfach ein Spruch zu viel und wir hatten auch so einfach kein gutes Gefühl, wenn du da wie auf dem Präsentierteller bist, weil du nicht die richtige Marke fährst. Ich kann es nicht verstehen, ich kann es null verstehen. Und wirklich, wir standen jetzt nicht mittendrin bei irgendwelchen Showautos, wo du denkst, ja, okay, wäre jetzt nicht so cool, wenn wir jetzt da dazwischen stehen. Wir standen wirklich am Rand, standen wirklich genau an der Einfahrt von diesem Gelände, irgendwo abseits. Da stand noch ein anderer Ducato. Ich will nicht wissen, ob der musste sich auch so einen Quatsch anhören. Also ja, ich kann es wirklich, mir tut es für die Orga leid, die hat wirklich ein cooles Festival da auf die Beine gestellt, aber ich würde es mir wirklich überlegen, da nicht mit einem Bulli aufzukreuzen. Und ich glaube, selbst wenn du ein VW LT fährst oder sowas, bist du da schon, naja, halt willkommen. Und wie gesagt, wir wurden ja eingeladen. Also wir sind da ja nicht hingegangen, genau, um irgendjemanden zu ärgern. Gar sondern nicht. Wir wurden halt eingeladen von jemandem, der das mit organisiert hat. Ja. War da echt jetzt bis gerade eben auch noch so, ja, okay, wir holen das Beste raus. Ja. Und ich bin dann so, wir standen gerade echt vor Ärger und vor Unwohlsein, die Tränen in den Augen. Ja, ich glaube. Weil ich mich halt einfach echt, mich verletzt das halt auch, weil ich kenne das nicht, ich kenne das so, Camping ist für alle irgendwie ein gemeinsames Hobby. Lass uns doch einfach gemeinsam eine geile Zeit haben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, so jetzt der Vergleich mit dem Caravan-Salon ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Das hat schon noch ein bisschen, sind wir ehrlich, vielleicht auch ein bisschen staubiges Image, dieses Ding. Aber wirklich die Leute, die da drauf waren, die waren alle so herzlich, mit denen ist man so schnell ins Gespräch gekommen. Und das hatte einen viel integrativeren Charakter mit als das Ding jetzt hier. Und wir haben uns eigentlich einen Ticken weit mehr auf das hier gefreut, weil ja, coole Stimmung, ein See, schöne Autos gucken und so weiter. Aber der bei uns vorbeigelaufen ist und wir übertreiben jetzt wirklich nicht, hat wirklich entweder doof geguckt. Fabi musste sich gestern auch noch einen richtig dummen Spruch anhören, als er unsere Lichterkette angebracht hat. Und es war einfach so, okay, wir sind hier nicht willkommen. Obwohl wir niemandem was getan haben, obwohl wir, die Leute haben ja nicht mal
ein Wort mit uns gewechselt. Nee, also gar nicht. Die wissen doch gar nicht, wer wir sind. Und überhaupt nicht. Ich glaube, also wer ein paar von unseren Videos gesehen hat, der weiß, dass wir jetzt nicht so die übelsten Randalemacher sind und erstmal jeden bepöbeln und sagen, ja, was fährst du für einen Schwachsinn da? Sondern, keine Ahnung, man kann ja auch über das Thema Camping in Kontakt kommen und darüber reden, über das Festival, über Musik, über sonst irgendwas. Es gibt so viele Themen und da muss man nicht auf einer Marke rumreiten. Ich kann das persönlich überhaupt nicht verstehen. Es ist mir doch völlig egal, was für eine Marke man fährt, solange man eine coole Zeit hat und, also, ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach schleunigst weg, damit wir uns nicht das ganze Wochenende vermiesen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt irgendwo richtig schön Kaffee trinken. Wir mussten uns jetzt auch erstmal ein bisschen den Frust von der Seele reden, weil wir haben es einfach nicht erwartet. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es jetzt unsere Schuld war, dass wir mit dem Ducato auf ein Bulli-Festival gefahren sind. Aber wir wurden ja eingeladen. Wir wurden eingeladen und wir haben uns wirklich nicht eingeladen gefühlt. Also Orga war top. Aber das Publikum wollte uns irgendwie nicht da haben. Naja, ich suche jetzt was raus, wo wir hinfahren. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt mit Andi und Nathalie klappt, weil das wäre richtig jetzt, schön. Ja. So ihr Lieben, wir sind auf einem neuen Stellplatz und haben gerade schon richtig lecker gegrillt. War sehr lecker. Und was ihr hier im Hintergrund hört, ist Fabi, der auf Fliegenjagd geht. Es gibt nichts Schlimmeres als Fliegen im Van. Also ich kann es nicht ab. Ich glaube, das ist mit das Schlimmste, was es am Vanlife so gibt. Fliegen im Auto. Das ist. Ich habe mich schon in Griechenland damals aufgeregt, das weiß ich noch. Das habe ich auch schon gesagt. Mhm. Da regt man sich über so kleine Sachen wie Fliegen viel, viel mehr auf als jetzt in der Wohnung. Ich will nochmal jagen. Ansonsten hatten wir jetzt noch einen richtig schönen Abend und ja, ich denke, wir gucken jetzt irgendwie noch einen Film oder eine Serie und warten dann noch auf unsere Freunde, Andi und Nathalie, die ja heute jetzt auch noch herkommen. Mit denen machen wir uns dann morgen auch einen richtig schönen Tag. Die haben wir jetzt nämlich fast ein Jahr schon wieder nicht gesehen. Wir verlinken mal hier oben das ganz alte Video. In Albanien. Albanien, da sind wir Sanddünen surfen gegangen. Mhm. Das war unsere erste Begegnung mit den beiden. Nee, in Kroatien hatten wir schon. In Split. Aber das war das erste Video mit den beiden. Schaut euch das unbedingt nochmal an. Da haben wir noch ganz anders gefilmt. Das ist wirklich interessant, das mal anzugucken. Auch den Unterschied vom Filmerischen. Nach dem Desaster am Bulli Festival sind wir jetzt hier an einem richtig schönen Stellplatz, an dem wir schon mal waren. Mit Anni und Nathalie, die wir schon in Albanien getroffen hatten und in Kroatien und in. Wir werden sie nicht los. Und, oder sie uns. Wir essen jetzt erstmal noch ein paar Stückchen Pizza. Macht Anne hier hervorragend auf dem Herd. Ich habe mir nur einen extra Salat gemacht, weil ich keinen Rucola esse. Warum sagst du das nicht? Ja, aber ihr wollt die Rucola und deswegen wollte ich euch. Ich versuche gerade die Drohne zu fliegen. Sehr erfolgreich. Ich schneide hier ein paar Videoschnipsel von ihm mit rein. Hat er gut gemacht. Ein sehr schöner Platz. Wir waren hier schon spazieren und jetzt geht hier wunderschön die Sonne unter. Ja, ist echt traumhaft schön. Anna hat richtig coole Pizza gebacken. Und mir ist es auch echt warm. Also ich überlege, ob ich gleich noch duschen gehe. Echt? Mhm. Krass. Okay, dann müssen wir noch die Dusche ausprobieren.
eine turbulente Woche geht zu Ende. Eine schöne Woche. Eine sehr, sehr schöne, verrückte Woche. Ja, mit kleinen... Mit Höhen und Tiefen. Ja. Wir waren auf dem Bulli-Festival. Wir sind ja freigestanden. Wir haben Anni und Nathalie getroffen und befinden uns jetzt im Neandertal, irgendwo zwischen Köln und Düsseldorf, mitten in NRW, zwischen sehr lieben Menschen, sehr coolen Gegenden, schönen Orten. Und Anne ist diese Woche, beziehungsweise nächste Woche, in Köln zum Arbeiten. Das heißt, ihr müsst nächste Woche mit mir vorlieb nehmen und gucken, was da so passiert. Ich werde auch noch ein paar Tage freistehen und noch weiter Pablo testen auf Herz und Nieren. Mal gucken, was mir noch so auffällt. Wir haben ja schon ein paar Sachen erwähnt, die uns noch nicht so gut gefallen, die wir auf jeden Fall dann jetzt die kommenden Wochen fixen werden, bevor es final losgeht. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es sind wieder sehr, sehr viele Sachen passiert. Genau, ja, also wir hatten auf jeden Fall eine schöne Zeit. Es macht super viel Spaß, schon die Zeit im Pablo zu verbringen. Aber um ehrlich zu sein, freue ich mich auch, wenn es dann echt keine Baustelle mehr ist, weil es ist schon auch echt noch, ja, sehr dreckig natürlich dadurch. Und sieht halb fertig aus. Es war eine super coole Woche. Nach diesem, ja, missglückten Bulli-Festival war es richtig schön, dann noch 2 Tage mit Anni und Nathalie zu verbringen. Und genau, jetzt wird Fabi ein paar Tage allein im Pablo sein. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich aber tatsächlich dann schon quasi wieder zurück. Und dann geht's an die finalen Züge, damit wir bald los können. Das war es auf jeden Fall diese Woche. Wenn ihr Lust habt auf neue Abenteuer am nächsten Freitag, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und ein Like. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns in der kommenden Woche. Macht's gut, alle zusammen. Tschüssi. La, 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 la.